Das. Weil die Map ist halt doof. Ja, da sind zwei Wege, wo man lang gehen kann. War die beste Attacke, die ich je hatte. Also, ich werfe einfach ein Schild in der Richtung und es bringt mir überhaupt nichts. Ja, ich werfe Äxte. Soll ich diesen Blitzstreitkolben da nehmen, der die Gegner kurz betäuben kann, oder? Ich behalte es einfach mal. Oh, ich habe zwei Runen. Der Angriff wird. Okay, das mache ich, aber einen größeren Angriffsbereich. Schön. Auf geht's, Foxy. Kommst du? Das klingt aber halt. Okay, dann renne ich vor, wenn du hinter uns bleiben willst. Ja, der Krieger schubst mich. Hättest du mich auch mitnehmen können, wo du gesprungen bist. Mir hat es mit dem Feuer besser gefallen. Muss ich mal schon switchen. Egal, ich hab legendären Schild gefunden. Echt? Kannst ja gleich mal. Ja, durch den Dings hier. Und hat voll Blutglück. Ja, das stimmt aber. Neue Transmodifikation bekommen. Dunkel. Oh, dunkel, Mann. Voll der dunkle Schild. Der Ziller, das ist so dunkel, weil der Ziller da ist. Der hat so eine Doch, wir sind jetzt im Kreis noch drin. Ja. Jetzt werde ich mich beweisen. Pass auf, die sind Diener von irgendwas. Und das irgendwas ist wahrscheinlich böse. Gott. Da ist, böse, das, da ist dieses irgendwas und es rennt weg. Das ist eine Frau. Übel los, Dunkelheit. Wow, das war jetzt der beste Gegner, den ich je bekämpft habe. Cool. Ich bin noch auf Pal 4 spielen, damit wir noch ein paar noch bessere Gegner bekommen. Wir haben aber noch nicht Qual 4, also. Doch, das kriegt man frei, wenn man nur generell einmal durch hat. Ja, ich habe aber generell noch nicht einmal durch, also. Soll ich der Haus? Nein. Ja. Foxy hat es auch noch nicht durch. Weiß ich aber. Ich weiß nicht, was mit dem großen Zorn reicht passiert. Dafür nicht aus. Den Engel Babbo. Was für ein Engel Babbo? Kennst du den Babbo Engel nicht? Nee, ich kenne den Babbo Engel nicht. Toll, Schilder. Soll ich mit Schildern? Ich kenne nur Babbo der Engel und nicht Engel und nicht den Engel Babbo. Der Babbo Engel. Also du kennst so einen Babbo, der heißt Engel. Ich kenne aber bloß so einen Engel, der ist ein Babbo. Ja, das ist der Engel Babbo. Cool. Babbo Engel. Und der kommt so aus, der kommt gerade, der und der kommt also aus dem Ghetto raus, oder? Ja, da sagt er, yo, Digga. So hier, check mal meine freshen Beats ab. Ich bin ja so der Babbo Engel. Moment mal, da ist doch jetzt nicht allen Ernstes so ein Gegner gerade durch die Wand durchgeflogen. Doch. Die glitschen nicht nach unten hin. Ja, verlorene Krypta-Ebene Stufe 2. Meine Familie, bitte,
Erlöst sie von ihrer Qual. Boxy, kommst du? Gleich von deiner Qual. Du. Hör, das ist dein Ruhe. Befreit meine Familie von ihrem verfluchten Dasein. Ja, wie auch willst du es noch sagen? Wie viele Zombies kommen da jetzt? So, oh, wir sind noch hier unten. Ja, wir bekämpfen. Hallo, Boxy Boss! Was hier? Oh mein Gott, was sonst noch verändert? Was sind da der kleine. Zerstören! Nimm mal alle gleich groß. Kleine Jabby. Setz dir Foxy aber ziemlich zu. Endlich sind sie frei. Dank euch kann meine Familie nun in Frieden ruhen. Was ist das? Ruhe. Oh, keine Ritterin gegen Schatz. Akarat gewährt mir seine Gunst. Cool. Das ist genug. Also ich habe wieder ein paar Edelsteine gekriegt. Wieder noch mehr. Moment, cool. Der Schild ist besser als meiner. Noch nicht bereit. Ja, was war's das? Gavlan. Also verlassen wir mal diesen Ort. Wow, wir haben schon zwei Orte gefunden. Aber nicht den Ort, den wir finden sollten, ja. Ich mal. Mhm. Boah, ich muss mir mein Netz tragen. Ach, hast du schon zu lange getragen, dazu noch fest werden, Wolf. Ja. Da ist ein Baum. Da war ein Baum. Wieder Scheißding hier. Keine Ahnung. Ich meine, das war doch oben irgendwo. Nein, ja. Das war in der Mitte irgendwo. Oh, was, wir haben drei Orte entdeckt. Die Felder von Tristram sind ein wunderschöner Frucht. Das ist irgendwo in der Mitte. Mit gemäßigtem Klima. Nein. Nachdem Alt-Tristram zerstört wurde, traute sich für eine ganze Weile keiner der abergläubischen Bauern mehr dorthin. Doch mit der Zeit warfen sie ihren lächerlichen Gürtel beiseite und nahmen wieder Hacke und Pflug auf. Heute versorgen sie Neu-Tristram und Wortham mit ihrer Ernte. Ich glaube, da wo die Ziegenmenschen sind, das sind, da ist auch bald so dieser Ort. So, der ist ja ohne erkundet, der kriegt noch. Ich scoute mal. Also wer es findet, darf es behalten. Die wilde Bestie gehört jetzt mir. Denn das ist Schrein. Kommt von unten, oder? Also ich habe jetzt den Teleporter gerade gefunden. Ja, habe ich schon gefunden. Echt, den haben wir schon gefunden. Okay.
Weil ihr seid da vorbeigelaufen, ich hab nur nichts gesagt. Wow, du bist auch so ein ganz harter. Ja, ich hab euch nicht gesagt, wo der Wirkung ist. Aha, so die besten Geräusche wieder in meinen Videos. Es war auch toll, als ich so krank war und Parabot aufgenommen habe. Oh, hier das ist ein Baum. Ah, Höhle der Kasra. Meins. Ja, also war doch, oder bitte? Oh, dann sind wir doch vorbeigelaufen. Ja. Ab da. Hier auf der Welt. Ein dunkler Zirkel hat sich in Tristram gebildet. Und ich fürchte, ihre abergläubische Gewaltbereitschaft wird das ganze Gebiet ins Unheil stürzen. Als ich sie... Tötet ihn! Wow, das ist mitten unterbrochen mit einem Tötet ihn. Ja, einfach zerfleischt, hast du was gesehen? Oh, das sind rote Punktchen. Wir müssen uns mit dem Ritual beeilen. Magda wird bald hier sein. Fast geschafft. Magma. Oha, war der Gegner OP. Die Höllenbrot sind Dämonen, die durch üble Magie aus dem brennenden Höllen... Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Ich bringe das Schwert zu seinem Besitzer. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Zillard, ist das deine Mutter, oder? Das ist eine Antwort. Alter, Hölle, Hexe! Ja, ist wahrscheinlich so der Fall. So, sie könnte seine Mutter sein, wenn sie anfängt mit dem "Ich beanspruche das, das gehört mir". Und wenn er Ziff spielt, dann fängt er auch immer an, das "Ich beanspruche diesen ganzen Kontinent. Ich habe zwar noch nichts entdeckt, aber ich beanspruche alles, was da drauf ist. Und jeder, der mit drauf ist, muss weg. Wir müssen zu Kane in die Stadt. Jetzt sagt er auf einmal nichts mehr. Jetzt will er. Zillard? Ja. Ach, jetzt sagst du wieder was. Du warst vorhin nur beleidigt, als ich gesagt habe, so, die könnte deine Mutter. Ach, wie kommst du darauf? Ja, wenn die schon anfängt hier mit dem, so, ja, das ist meins, das ist. Ihr dürft es. Sollte ich beleidigt sein, okay. Ja. Wenn ich sage, das ist eine komische. Eine Hexe namens Olle. Magda und ihre Anhänger suchen auch nach dem Schwert. Ich musste ihnen das erste Stück entreißen. Onkel Deckard, das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder, hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Oh mein Gott. Der Flegel ist viel besser. Dem hau ich hier mal so einen Stein rein. Oh, so ein imperialer Rubin. Das würde mich zwar was kosten, den rauszuhauen, aber... Jetzt macht er 293,2 Schaden. Wer macht wie viel Schaden? Asuka? Ich hab's gepostet. Ach du halt, ich will auch so einen Sockel. Ich hab ja Sockel. Warte mal, mach ich auch mal so einen Sockel rein jetzt mal. Das ist halt total unfair gegenüber Foxy, aber gut. Ja. Dann mach ich was, sag ich mal, was nehme ich denn, was tue ich denn rein? Ich glaube, ich habe keinen imperialen Edelstein. Vor allem, dass ich einen Edelstein reingetan. Ein Schild mit zwei Handwaffe. Ich habe einen roten rein. Verspotten. Oh, ich habe davor gar keinen. Sie sagte, sie wüsste, wo das nächste Bruchstück ist. Es sei an einem Ort gefallen, den nur die Urahnen betreten dürfen. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Lea,
Dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserer Freundin hier gehen und ihr helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister immer miteinander Krieg führen. Verdammt. Verdammt. Wie dieser Riesenstreitkolben, der einfach so hinten hinhängt. Wieder zum Felder der Elend, oder was? Ja, wieder zum Felder des zu den Zeldern des Elend. Felder des Elend? Zu den Zeldas des Elends. Habt ihr gehört, noch Zelda nicht. Wird verschwommen auf nächstes Jahr? So verschieden. Was? Ja. Das neue Zelda. Echt? Wie heißt ja. Das? Keine Ahnung, hat ja keinen richtigen Namen. Das hört sich. Wie? Ah ja, aber es ist wohl besser, ehrlich gesagt. Lieber ein besseres Zelda als ein schlechteres, früheres Zelda dafür. Und Uncharted 4 wird verschoben. Ja, Uncharted 4, wen interessiert bitte Uncharted 4? Ist das nicht wieder so ein Only-Konsolentitel? Ja, ja. Ja, ist doch jetzt alles. Ihr da, bitte helft! Sie versuchen, meine Freundin zu töten! Diebe werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst. Gerne, was wollen Sie von eurer Freundin? 1866, sie ist nur eine Bauerntochter. Oh ja, Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Boah, ich hätte sowas springen können. Eine der Liquide, hinter der die Diebe her sind. Langsam verliere ich die Geduld, Weibsbild. Mein Liebster wird mich retten. Lass das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Okay. One hit! Schon OP, seine Waffe zu haben. Diesmal kommt ihr uns nicht davon! Heißabschneider, Nudel. Das ist noch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Den Kreuzzug hält nichts auf. Wieder nur Kacke. Braucht hier so ein Schwert? Hm. Oh ja, der hat der Loot gedroppt, stimmt ja. Das ist ein Sockel. Final Flash! Final Flash! War ich nicht so komisch? Hm? Hier ist die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden, aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Die Felder bestellen und Belger, ich meine Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider muss ich dafür mit meinem Freund hier fortziehen. Ihr wollt euch mir anschließen? Ja, ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weißt den Weg. Ja, ja, immer diese Mach Schuften. Doch die Tür auf! Moment mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und Nein. Ich will bestimmt nicht hierbleiben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Ich muss zurück in die Stadt Sachen verkaufen. Ich seh's, was hast du denn? Du willst auch bloß... Inventar voll. Du willst doch bloß dahin zurück, um dann extra nur so einen Sockel zu bekommen. Und was wird aus eurer Familie? Ich könnte jetzt auch meinen Gegenstand verkaufen, dass ich einen Sockel bekomme. Das ist natürlich vollkommen recht, das werde ich jetzt auch machen, dass ich auf die Idee gebracht habe. Übrigens, ich bin Lyndon. Lyndon. Ich auch nochmal zu. Zudem habe ich die Waffe gar nicht so bekommen. Durch irgendwelche Gegner. Lea haut ab. Echt? Die haut einfach ab, ja. Alles gerade Frau. Dann warte ich auf euch hier so. In Siegerpose. Ja. Mit Special Effects. Da. Piu. Oha. Schon Speicherpunkt.
Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Decker.